die Wohnsiedlung in Köln-Ostheim. Hier geschah die Tat. Auch am Tag danach stellen sich den Ermittlern noch viele Fragen. Wieso kam es hinter diesen Fenstern zu dem tödlichen Streit? Hat der mutmaßliche Täter sein Vorgehen geplant oder ist er einfach ausgerastet? Gestern Abend gegen 23 Uhr, laute Schreie und heftige Wortgefechte sind in der Wohnsiedlung zu hören. Die Nachbarn alarmieren die Polizei. Der Streit spielt sich ab zwischen einer 27-Jährigen aus Wuppertal, die zu Besuch bei ihrer Schwester in Köln ist, und ihrem 35-jährigen Freund. Die Situation eskaliert immer weiter, bis der Mann ein Messer zieht und auf die junge Frau einsticht. Ihr gelang es, in den Flur zu flüchten. Der mutmaßliche Täter nahm die Verfolgung auf und hat sie im Treppenhaus dann nochmals niedergestochen. Obwohl die Polizei und die Rettungskräfte schnell am Tatort sind, kommt für die 27-Jährige jede Hilfe zu spät. Als die Polizei eintraf, gab es zunächst noch Reanimationsmaßnahmen durch eine dort bereits eingetroffene Rettungswagenbesatzung. Die 27-Jährige verstarb allerdings kurze Zeit später aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Der Grund für den Streit ist bislang unklar, ebenso warum die Situation so eskaliert ist. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Wohnung festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Doch reden will der 35-Jährige nicht. Er hat angekündigt, zu den Tatvorwürfen zu schweigen.